Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Die Post war da. Das müsste jetzt Paket 341, glaube ich, sein. Mir schnackelt nicht lang. Wir gehen runter auf den Tisch. So, jetzt sind wir unten auf dem Tisch. Und es ist auf jeden Fall wieder etwas von Amazon. Sieht man das irgendwo? Ja. Von Amazon bestellt. Ja. Das war auch so ein Kauf. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe das Produkt schon länger im Auge gemacht. So, dann habe ich ja immer irgendwann geguckt, ob es das im Warehouse-Deal gibt. Und dann habe ich immer gedacht, na, ich brauche das eigentlich nicht, weil das habe ich ja im Prinzip ja schon. Und auf jeden Fall, dann habe ich dazu zig Videos auf YouTube angeguckt. Und halt, dann kommt jetzt gerade ein Warehouse-Deal, der ist super günstig. Stellt jetzt. Und ich habe mir es bestellt. Das ist das DJI Mic. Das DJI Mic hat mehrere Vorteile, mehrere Nachteile. So wie es aussieht, könnte man fast spoilern, das ist irgendwie, nein, das ist hier mit dieser zugeklebt. Jetzt habe ich schon gedacht, die haben eine nagelneue verpackt, das kriegt, aber demnach ist so. Hier steht auf jeden Fall Open, dann muss ich gucken, dass ich das auch hier irgendwie aufschneiden kann. Das ist jetzt kein neues, vermute jetzt einfach mal, das wird wahrscheinlich auch die Postbuche an. Aber das DJI Mic, das hat halt einen riesen Vorteil. Hat eigentlich mehrere Vorteile, aber es ist eine so eine Kiste, da ist alles drin. Wenn es aufklappt, wenn alles funktioniert, schaltet sich der Empfänger ein. Mikrofon sind der betriebsbereit, kann ich rausholen. Und jetzt habe ich auch das tatsächlich das allererste Mal selber in der Hand und sehe das mal, wie klein das ist. Und das ist ja mein aktuelles von meiner Sony-Kamera. Und das fand ich ja schon echt mega, mega klein. So, und das ist eigentlich, kann man sagen, gleich aufgebaut. Man hat da oben irgendwo ein Mikrofon mit integriert, so wie hier auch. Hat noch ein bisschen auf Zeit, dann kann ich mal ein bisschen näher ranzoomen. Man hat in beide Mikrofon integriert und wir können auch ein Lavalier-Headset genauso auch hier einstecken. Können das dann auch mit einem Lavalier-Mikrofon verwenden. So, jetzt blinkt das grün, wahrscheinlich weil der Empfänger sich ausgeschaltet hat. Also das schon mal gleich. Baugröße macht es echt nochmal einen Unterschied aus. Hätte jetzt eigentlich weniger damit gerechnet. Und warum das so interessant ist, weil ob ich jetzt das Teil irgendwo hier einen Kragen hinklipse, ist das doch relativ groß und schlapprig. Das Teil macht, denke ich mal, definitiv ein schmalerer Fuß, fällt dann auch gar nicht so extrem auf. Dann haben wir noch den weiteren Vorteil. Also ich glaube, ich habe schon zu viele Videos angeschaut, dass ich zu viel weiß. Hier hinten ist ein Magnet. Sprich, ich kann jetzt den Magnet nehmen, kann man das irgendwo da an ein T-Shirt heben und kann das irgendwo am T-Shirt platzieren, dass ich dann halt nicht allzu weit weg bin vom Mund. Also, das sind schon mal viele Punkte, warum halt auch erklärt, warum man mit das kauft hat. Dann kann man das auch hier unten irgendwie hinklipsen.
Somit steht das Mikrofon. Das hier könnt jetzt Sie vor mir zum Beispiel gerade aufstellen. Das bleibt jetzt standen, weil das unter ganz leicht abgerundet ist. Ja, doch, aber jetzt da mal am Tisch wackeln oder so, kippt es auf jeden Fall schneller um, wie das da. Das stellt ja echt Bombe fest. So. Jetzt haben wir ja schon einige Vorteile aufgezählt und das rote Wireless Go, das habe ich auch. Aber ich glaube, das ist das Wireless Go, nicht das Wireless Go 2. Aber das macht ja eigentlich auch so gut wie gar keinen Unterschied. Dann hat das Ding noch den Vorteil, das Mikrofon. Das hat einen internen Speicher. Ich habe jetzt hier an der Seite Taste. Und da ist eine Rekord-Taste. Wenn ich die drücke, brennt hier das rote Licht. Das ganze Ding hat jetzt sogar vibriert und kann jetzt direkt in den internen Speicher aufnehmen. Sprich, ich kann das unabhängig von dem ganzen Set, kann ich das verwenden, indem dass ich einfach die Rekord-Taste drücke, mir das jetzt irgendwo hinklipse und dann zusätzlich eine Audiospur. Und ich finde es echt mega, mega, mega geschickt. Mega, mega geschickt. Hört mir echt richtig gut. So, und wenn das leer ist, dann einfach in die Ladeschale rein und das Ding wird wieder geladen. So. Dann kann ich das verwenden an meiner Sony-Kamera. Wo ich aber dann weiterhin doch das hier verwenden werde, vermutlich, weil hier habe ich halt über den Blitzschuh komplett alle Verbindungen mit einem Streich. Da muss ich dann nichts separat irgendwo einstecken oder irgendwas machen. Ich darf bloß nicht vergessen, der Empfänger einzuschalten. Aber das Kabel dazu sollte hier drin sein, dass ich das auch an meiner Sony-Kamera verwenden kann, könnte, wenn ich wollen würde. So. Also was mir schon mal negativ auffällt, es fällt, so wie es aussieht, ein Windbuschel. Kriegt das sich da unten drin irgendwo noch. Na, der hat sich doch noch versteckt. Also, das mag jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Die Kasche, die hat zwei verschiedene Abteilungen. Kann dann verschiedene Sachen nach links machen und der restliche Teil nach rechts. Kann sich das so ein bisschen aufteilen, wo man das Ganze für sich verstauen möchte. Dann haben wir das Kabel dabei, dass ich das direkt mit meiner Kamera verbinden kann. Sprich, ich stecke das hier ein und kann dann hier eigentlich in alle Kameras in den Audio-Eingang-Port gehen. Das heißt, von hier wurde Ton aufgenommen oder wird dann übertragen hierher und von über das Kabel wird es dann in alle möglichen Kameras übertragen. Da wir hier jetzt kann so ein Halsschuh Adapter hängt, wie zum Beispiel bei meinem Sony-Mikrofon. Das ist der einzige Nachteil, was ich jetzt sehe, was für meinen Anwendungszweck das Gerät nicht ganz so gut macht. So, dann haben wir hier ein USB-C-Kabel, was gerade, ob man damit Daten übertragen kann oder ob das auch irgendwas kann oder ob das rein nur zum Laden von dem Case ist. Kann jetzt ich so jetzt sagen, so, noch ein weiterer Vorteil, das Ding kann ich irgendwie abziehen, weiß jetzt was ich in welche Richtung, ich glaube nochmal in die Richtung, genau, wenn wir jetzt einfach mal näher hin, dann sieht man das, kann ich abziehen, und das ist ja der Blitzschuh-Adapter, dass ich das andere Kamera praktisch befestigen kann.
und kann jetzt das ersetzen durch so ein Lightning Port. Weiß ich bloß, gibt es da eine Richtung, wie man das reinschieben muss. Also so kommt ein Pfeil. Das heißt, die wird wahrscheinlich in die Richtung das Ganze auch reinschieben müssen. Mut jetzt einfach mal. So. Hab jetzt einen Lightning-Anschluss drin. Kann jetzt mein iPhone nehmen. Steck jetzt das Mikrofon hier unten ins iPhone ran. Und habe ein Funkmikrofon von meinem iPhone. So. Das kann man bestimmt irgendwo einschalten. Eigentlich schaltet sich das von alleine ein, wenn ich. So, was kommt jetzt hier? Language. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal alles einstellen. Ich meine, da hier ein Touch-Display, was DJI-typisch eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Hey, Deutsch. Sprache Deutsch. Okay. Haben wir heute 15.06. Das stimmt auch schon mal. Und Uhrzeit 18 Uhr. Mein Computer sagt, meint 18.08 Uhr. Aber wichtig ist, dass man die Uhrzeit dann auch immer einstellt, weil sonst stimmt nachher die ganze Werte. So, man sieht es jetzt halt ein bisschen schlecht. Meine Kamera das versucht natürlich ein bisschen zum Überbelichten, ein bisschen schräg halten. Man sieht hier auch, wenn was schon, es kommt ein Pegel an. Der Pegel, der kommt von dem Mikrofon, was auch schon grün leuchtet. So, das kann ich aber auch mit zwei Mikrofonen dann connecten. Was jetzt bloß nicht, ob es da einen Trick gibt. Einfach ein Neistecker, wieder ein Neistecker. Okay. Also das hier ist jetzt das rechte. Wenn ich da reinblas, hier ist das andere. So, jetzt kann ich hier mit dem Handy auf die Schnelle einfach ein Video aufnehmen mit zwei Mikrofone, ohne dass jetzt sie, keine Ahnung, ich habe nichts installiert, ich habe nichts gemacht, das funktioniert, denke ich mal, sofort. Wenn jetzt, ja, ihr könnt theoretisch jetzt auch mal versuchen, eine Testaufnahme zu machen. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas test jetzt. Hallo, das ist eine Testaufnahme. Hallo, das ist eine Testaufnahme. Ich spreche jetzt direkt in eins der beiden Mikrofone. Hallo, das ist eine Testaufnahme. Ich spreche jetzt in das andere der beiden Mikrofone. Und das kann ich auch, wenn ich jetzt einen Gesprächspartner habe, natürlich dann halt so filmen, dass man beide sieht und beide haben separat ein Mikrofon. Und das lasse jetzt ich mal geschwind hier bei euch im Video ablaufen, dass ihr das jetzt auch mal gehört habt. So, dann kann ich das Ding hier einfach wieder ausstecken. Wir haben meine Aufnahme jetzt beendet, bin fertig damit. Kann das jetzt auch aufräumen. Ich kann den Stecker auch jetzt hier unten drin lassen. Ich muss den jetzt nicht demontieren oder irgendwas. Aber ich kann dafür das Teil hier irgendwo einstecken. Nur da muss ich jetzt noch gucken, wo man das dann aufbrennt. Auf jeden Fall hier rein. Da unten sind Kontakte. Wird dann direkt geladen. Kann das wieder alles aufräumen.
lädt über die Powerbank dich dann wieder auf. Das andere kann ich da vorne reinstecken, das dann auch. Deckel kriege ich zu. Die Geräte laden da drin. Bis ich das nächste Mal wieder brauche, kann ich Strom. Und jetzt haben ja die DJI Action 2 und jetzt auch ganz neu die DJI Action 3. So, hier kann ich das Kamera da, ganz noch nie gemacht, aber man kann das einfach rausnehmen. Nimm das Mikrofon wieder raus. Wechsel hier hinter den Pin von Lightning auf USB-C. Steck den hier rein. Steck das Ganze in die Kamera rein. Und hab jetzt für die Kamera Mikrofon. Ich kann jetzt meine Videoaufnahme machen. Und wenn ich jetzt bloß ein Mikrofon rausnehme, dann funktioniert auch nur ein Mikrofon. Wenn ich draufklopfe, sieht man, dass es dann, man sieht es hier am Licht ein bisschen schlechter, aber jetzt sieht man, das schlägt auch relativ gut aus. Perfekt, ich kann jetzt irgendeine Videoaufnahme starten mit meiner Action 2 oder 3, je nachdem welche Kamera ich dann halt dazu verwenden will. Ich kann das ja mal jetzt rausstrecken. Muss halt die Kameratür dann in dem Fall wegmachen. Und kann das auch mit meiner Action 2 verwenden. Also das brauche ich jetzt extra da auch noch einstecken. Und wenn ich fertig bin, stecke ich das dann ein. Und das Mikrofon wird wieder geladen. Ich kann es aufräumen, kann es irgendwo verstauen. Hat natürlich ein bisschen Gewicht, also es ist ganz leicht. Und dann halt ja, so Allrounding, wo halt echt super, super funktioniert. Und vor allem, was ich bis jetzt nicht getan, so eine Funkstrecke mit zwei Sender. Das heißt, wenn jetzt ich mit irgendjemandem gesprochen habe und habe das dann mit dem Mikrofon vorwiegend immer gemacht, dann habe ich das dann praktisch als Mikrofon immer hin und her. Und ja, auf dem Messevideo, wo ich letztes Jahr auf der Hall of Vape war, da habe ich immer so eine Situation gehabt und habe das dann praktisch so richtig praktiziert und dann war das nachher halt echt ein bisschen aufwendig im Videoschnitt, dann die einzelnen Tonspuren von der Lautstärke immer laut und leise zu machen, dass man der andere auch gut versteht. Mit dem DJI-Mic finde ich, ist da auf jeden Fall vieles, vieles einfacher. Und wenn man, weiß nicht, ob jemand die Kamera von euch vielleicht kennt, auf jeden Fall, die ganze Box ist schon größer als wie die Kamera, aber das ist nicht arg viel größer, also dass man sich halt einfach mal ein Bild machen kann, wie groß das Ganze ist. Das ist nicht wirklich so allzu groß. Edel verarbeitet, integrierte Powerbank wird gleich geladen. Kann es verbinden mit dem iPhone, kann es verbinden mit eigentlich alle Kameras. Wenn ich das Kabel hier verwende, dann ist es ja nichts anderes, wie wenn ich jetzt das rote Wireless Go habe. Ich finde, das ist ein echt gutes Mikrofon von dem, was man damit machen kann. Tonqualität kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich jetzt auch noch gar keinen Test gemacht habe. Aber Tonqualität, was jetzt ich von anderen YouTube-Videos gesehen habe, haben die den Ton echt schlecht. Ob ich das jetzt hier so einfach bei mir im Computer integrieren kann und das Mikrofon da oben im Prinzip dann dadurch ersetzen kann, das wäre vielleicht auch noch so eine Idee,
was ich mir vorstellen könnte, aber das müsst ihr ausprobieren und müsst es danach vergleichen, was sich besser anhört. So, ihr könnt jetzt eure Gedanken freien Lauf lassen und mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das eine gute Idee findet, ob ihr sagt, das ist alles so ganz okay, wie es jetzt ist. Jetzt, wenn ich mit der als Stirnkamera aufnehme, dann brauche ich das Mikrofon eigentlich auch nicht auf meinem RC-Kanal, weil da ist die Kamera auch so näher am Mund, dass der Ton dann auch gut ist. Also theoretisch hätte ich sie kaufen brauchen, aber bin jetzt doch froh, dass ich es gekauft habe. Wir sehen uns in dem Fall zum nächsten Video. Tschüss.